3 Jahre Michael Warauchs Podcast. Wow. Mega. Wann habe ich denn angefangen? Da gucke ich gerade mal auf meinen Kalender. Und zwar hier steht mein Anfang, wann ich angefangen habe mit meinem Podcast. Und zwar, ich habe am 25.05.2020 mit meinem Podcast, Michael Warauch Podcast, angefangen. In diesem Podcast natürlich, wie du das Intro immer am Vorspann hörst, dreht sich das um das Thema Verkauf, Vertrieb und Persönlichkeitsentwicklung. Aber erstmal 3 Jahre. Mega. Was die Zeit doch vergeht. Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge des Michael Warauch Podcasts. Heute feiere ich mein 3-jähriges Bestehen dieses Podcasts. Und ich kann es kaum glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist. In dieser Folge werde ich einen Blick rückwerfend, um an einige der besonders wertvollen Momente und wertvollsten Lektionen erinnern, die euch in den vergangenen 3 Jahren im Bereich Verkauf, Vertrieb und Persönlichkeitsentwicklung gelehrt haben oder du einen Mehrwert bekommen hast. Aber bevor ich mit der Vergangenheit begeben möchte, ich zunächst jedem von euch ein großes, herzliches Dank aussprechen, der auf dieser Reise mich begleitet hat. Euer Feedback, eure Unterstützung und eure Begeisterung haben mich immer wieder diszipliniert, motiviert, mein Bestes zu geben und wertvolle Inhalte zu liefern. Ohne euch wäre der Podcast, Michael Warauch Podcast, gar nicht zustande gekommen oder ins Leben gerufen geworden. Deshalb vielen Dank an euch, meine liebe Community. Aber nun, lasst uns gemeinsam in Erinnerung schwelgen. Eine der ersten Episoden, ich glaube, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, war es die Kunst des Überzeugens oder irgendwie was mit dem Thema Verkauf oder whatever. Ich kann es euch gar nicht mehr sagen, was die allererste Episode oder die zweite Episode denn war, die Folge. Aber in diesen Folgen, und wir haben, muss ich gerade auch gerade nochmal rüberschauen auf meiner App, wie viele Folgen das wir überhaupt schon haben. Wir haben 160, also mit dieser heutigen Podcast-Folge haben wir 161 Podcast-Folgen schon veröffentlicht über das Thema Verkauf, Vertrieb, Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, whatever. Aber ich erinnere mich ganz genau, wie ich angefangen habe. Und zwar, das war nicht hier in meinem Studio. Nein, das war in einem Hotel unter der Bettdecke mit nur diesem iPhone. Beziehungsweise nicht mit diesem iPhone 14, sondern mit dem anderen iPhone. Mit diesem iPhone. Und ich habe euch immer begleitet, welche Verkaufstechniken gab oder was ich sonst noch gemacht habe. Hab
euch Tools und Techniken, Methoden gezeigt, erklärt. Aber ein spannender Höhepunkt war das Interview mit der lieben, renommierten Entscheidungsqueen Dr. Johanna Dahm. Sie hat uns oder auch mir sehr viele wertvolle Erkenntnisse und Erfahrungen im Bereich Entscheidungen geteilt und mit uns ihren Weg auch zu ihren Büchern gewidmet und hat uns inspiriert, für neue Denkweisen in Entscheidungsmanagement zu machen. Natürlich dürfen wir auch noch weitere Folgen über das Persönlichkeitsentwicklungsmodell nicht vergessen. Dort habe ich euch erzählt, wie man seine persönlichen Stärken identifizieren, weiterentwickeln kann. Whatever. Ich habe euch auch Strategien, Übungen erklärt, diskutiert und danach euch auch gesagt, dass ihr euer eigenes Potenzial ausschöpfen müsst und könnt. Aber abgesehen davon und von vielen anderen speziellen Episoden mit anderen Interviewgästen, schon in meinem Podcast, gab es viel über das Thema Kundenbindung, effektive Kommunikation und Zeitmanagement. Jede Folge hatte das Ziel, euch Zuhörer, Zuhörerinnen wertvolle Einsichten und praktische Ratschläge zu geben, die ihr natürlich für eure berufliche und persönlichen Leben anwenden könnt. Ich habe die schon sehr gut angewendet und wende die immer wieder aufs Neueste an. Natürlich optimiere ich an der oder die Strategien. Und doch will ich sagen, dass dieser Podcast nicht komplett ohne die vielen Fragen und Anregungen von euch entstanden wurde, die von euch gekommen sind. Ich habe mich bemüht, auf eure Fragen einzugehen und somit auch die Inhalte für euch, für eure Bedürfnisse, für eure Interessen entsprechend zu liefern. Euer Feedback hat mir geholfen, mich ständig mit dem Thema Podcasting zu verbessern. Natürlich habe ich hin und wieder auch neue Themen in dem Podcast angesprochen, wie letztlich das Thema künstliche Intelligenz. Und dieses Thema ist gerade allgegenwärtig. Und ich erkunde immer wieder neue Sachen, neue Webseiten, neue Tools, whatever. Aber nun, da ich auf die vergangenen 3 Jahre zurückgeblickt habe, ist es auch an der Zeit, einen Blick in die Zukunft zu werfen. Mein Podcast, Michael Warauch Podcast, wird weiterhin bestrebt sein, hochwertige und inhaltliche Inhalte hier anzubieten, die euch für euren beruflichen und persönlichen Entwicklungen unterstützen kann. Ich werde weiterhin auf das Thema Verkauf, Vertrieb und Persönlichkeitsentwicklung konzentriert sein, aber auch natürlich die neuen Bereiche wie die KI, die Trends, die relevant für euch sind und interessant sind. Ich plane noch
mehr hochwertige und hochkarätige Gäste einzuladen, die ihre Expertise und Erfahrungen mit uns zusammen teilen können. Denn ihre Perspektiven werden uns auch helfen, um uns neue Einsichten von denen zu gewinnen, um verschiedene Ansätze zu beleuchten. Außerdem möchte ich noch stärker auf euer Feedback eingehen und auf eure Fragen und Anregungen in meiner und mit meinen zukünftigen Folgen berücksichtigen. Ich werde auch die Interaktion mit euch weiter aufbauen, ausbauen. Neben dem Podcast werde ich verstärkt, noch verstärkter auf Social Media präsent sein, um einen aktiven Austausch mit euch zu ermöglichen und eine starke Community hier noch weiter aufzubauen und auszubauen. Ich möchte euch ermöglichen, euch untereinander auch zu vernetzen, Erfahrungen auszutauschen und voneinander zu lernen. Des Weiteren plane ich, zusätzliche Ressourcen noch anzubieten, wie zum Beispiel weitere E-Books, Online-Kurse, Seminare, whatever, die euch dabei unterstützen können, sodass ihr das Gelernte in die Praxis gleichzeitig umsetzen tut. Mein Ziel ist es, euch ganzheitlich zu begleiten und euch Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um eure berufliche und auch private Ziele zu erreichen und euer volles Potenzial zu entfalten könnt. Zu guter Letzt möchte ich noch einmal betonen, wie dankbar ich für eure Unterstützung und Treue bin. Eure Leidenschaft für den Verkauf, den Vertrieb und der persönlichen Weiterentwicklung ist es, was diesen Michael Wacher Podcast so besonders macht. Ich freue mich schon darauf, gemeinsam mit euch weiter zu wachsen und mit euch auf eine neue Höhe zu gehen. Deshalb ist diese Jubiläumsfolge zum dreijährigen Bestehen des Michaels Podcasts nochmals vielen Dank an euch zu sagen für eure Unterstützung. Vergesst nicht, dass ihr mehr auch auf meinen Social Media Kanälen folgen könnt, um über die neuesten Folgen und Updates informiert zu bleiben. Ich wünsche euch hiermit vielen Dank fürs Zuhören und wir hören und sehen uns bei der nächsten Podcast-Folge. Dein Michael Wallraff.